So, dann machen wir das Ganze nochmal mit Knallierfarben. Pigmentfarbe Lila. Und Elfenbeinweiß. Und so ein richtig schönes Knall jetzt, naja, ich sag mal lieber nichts. So, hat so eigentlich schon eine relativ schöne Farbgebung, aber das verändern wir ja nachher nochmal ein bisschen. Denn es geht ja um das Ziehen der Farben. Aber so sieht man auch schon mal, wenn man das jetzt nacheinander so schichtweise bloß ein bisschen kippen tut, wie schön sich das schon machen tut. Wenn man das jetzt mit einem Zahnstocher schon ein bisschen ziehen würde, so kleine Linien drin oder so, das würde sich dann auch schön verändern. Gut, also knappes Stündchen und dann haben wir das nächste.